das Ansage machen. Ja, servus. Neues Video bei Markus Rühl. Wir sind ein bisschen verwirrt, ob wir hier stehen bleiben dürfen. Heute sind wir mal nicht in Gudensberg oder bei uns in Darmstadt oder in Funkstadt, sondern heute sind wir mal bei einem ganz speziellen Gast. Und zwar sind wir heute in, wo sind wir denn eigentlich? Waldbröl, ne? Oder ja, irgendwo im Everybody's Fitness Club. Und zwar sind wir am Anton Bibbus heute. Und freut euch auf ein schönes Schultertraining. Das hat er sich gewünscht mit mir. Weiß nicht, warum Schultern, aber ich glaube, da macht er mich platt. Versucht er zumindest. Ich gebe Gas. Jetzt gehen wir hoch, besuchen den Anton. Ich glaube, der ist schon da. Trinken Kaffee und dann fangen wir ein bisschen an zu trainieren. Und quatschen noch so ein bisschen über Bodybuilding, weil Anton ist auf dem Weg, Profi zu werden. Ich habe es schon lange hinter mir und ich glaube, da kann er noch ein bisschen was von mir lernen. Aber vielleicht kann ich auch noch was von ihm lernen. Ne? Man lernt den ja aus, auch wenn man ein alter Sack ist. Also, bis gleich. Markus Röhl. Eingang, wisst ihr? Zu die Scheiße. Eigentlich darf das Studio gar nicht aufhaben, das wäre jetzt auch zu, ne? Sehr richtig. Jetzt sind gleich mal die Nachbarn und rufen die Polizei an. Wir stehen vor der Tür. Das ist sehr schön. Die gucken nämlich schon hier, die rufen gleich die Polizei an. Das hier steht so ein Fettsack mit so einer scheiß Tasche. Ne? Was wollen die zwei Deppen? Der eine mit der Kamera und so ein Fetter. Ne? Naja, mach mal auf. Ne? Ja. So, ich glaube, der Anton macht jetzt persönlich auf. Jetzt bestimmt der eine oder andere kennt ihn schon. Das ist jetzt kein Unbekannter. Guck mal. Kennt er den, oder? Ha? Kennt er den? Ha? Schätzchen. Das ist der Anton, der neue Mr. Olympia. Ne? Also nicht in dem Leben, im nächsten Leben. Ne? Also wenn wir fertig sind, stürzen wir draußen Fenster und werden neu geboren. Ne? Dann haue ich schon wieder den Arsch. Ja, Anton, Hammer. Und mehr machen wir heute. Schulter, ne? Gucken wir gleich. Oder machen wir gar nichts. Wir machen Cardio heute. Danke. Das sind die Kalorien. 20 Kalorien. Sind das 10 Kalorien? Ist das so? Ja. Also ehrlich gesagt, ich habe das so 1:1 aus dem Internet geklaut. Ja, ich habe eine kleine Kante gemacht. Das sind 10 Kalorien. Ja. Das sind 4 Kalorien. Danke. Alles neu. Seit wann hast du auf? Wann warst du da? War es jetzt neu gewesen? Ja. 2019 haben wir das im Oktober aufgemacht. Ja. Und ein Jahr später müssen wir wieder zu. Oh, mir nennt's gut. Na? Ohne Scheiß, ich habe mich bestimmt. Ein halbes Jahr nicht gewogen. Ich habe keine Ahnung, wie schwer ich bin. Scheiße, Fettsack. So fett. Ich muss unbedingt aufnehmen. Ey. Scheiße. Du bist ein fettes Schwein, ey. Es wird nichts mehr. Ich komme nicht mehr runter. Du warst nicht gut, ne? Heute bin ich nur noch. Heute bist du schon. Stinken? Weil damals hat er auch nicht so gut. Ja. Aber anders. Wie jung, ne? Heute stinkt der alte Mann. Du weißt ja, wie soll jemand stinken, ne, du Arsch. Du hast einfach nach der Folge gestunken. Heute stinke ich nach Urin, ne? Weil ich schon mal alt bin. Das war so blond, da bin ich im Rot.
Ich hätte mir gedacht, die muss ich dann irgendwann mal melden. Das ist nicht die Kassiererin, sondern die. Die? Dass die irgendwann mal sagt, ey. Oh. Das war ich. Ja? Vielleicht hat die das nie gesehen. Alter, ey, das Ding ist doch echt viral gegangen. Ja, aber wie hat sich jemand, der keinen Sport macht in dem Sinne? Also 10 Millionen Mal ist es bestimmt geguckt, weil so weltweit. Ja, da war ich noch gut. Ne? Gerade ein Timo mich unterhalten, ne? Wie die ganze Bewegung jetzt anfangen, wie die, so die Muskulatur atrophiert, ne? Weiß ich nicht warum. Wo dran das liegt, das ist nur Alter oder. Kann es? Warum atrophiert die Muskulatur vor allem? Ich glaube, Gefäße werden immer verletzt, abgedrückt, weißt du, durch so viel Anspannung, Muskelspannung, da steht ja so ein großer Druck. Also das ist meine Theorie, ich habe das ja auch schon mal von... Der Ritscher hat mal gesagt, er macht eine Studie drüber, ja? Warum im Alter Muskeln atrophieren oder natürlich auch Fasern sich aufziehen und so weiter. Generell oder beim ehemaligen... Also ich merke es ja jetzt bei mir, ich merke es bei Matthias Bottroff halt jetzt, ne, weil wir sehr eng sind und er hat dieselben, wir haben ja immer dieselben Probleme. Das hat mit der Brust, jetzt fängst du ein bisschen am Bizep an, ne? Dann hast du halt immer so die Bewegung, Ellenbogen, Knie im Arsch. Ich meine, das ist ja normal, aber dass so die Muskulatur atrophiert. Man, bei den Jungen atrophiert das Gehirn und bei uns die Muskeln. Die müssen erst mal was haben zum Atrophieren. Ja, eben. Aber das ist schon interessant, warum das so ist, ja. Klar, wahrscheinlich fehlt irgendein Hormon, oder? Ja, wir fressen nicht mehr so viel. Klar, das Training ist ein anderes. Ich glaube, es hat was mit Muskelversorgung. Man hat was mit Muskelversorgung zu tun. Was, dass die Durchblutung nicht mehr so da ist, oder was? Bitte? Dass die Durchblutung schlecht ist. Ja, genau. Ja. Oder mit Durchblutung oder aber auch mit Nerven? Ich glaube, vieles ist nervlich. Weil ja, aber warum ist das bei, weiß ich nicht, bei einigen Bodybuildern ist es ja nicht so. Die jetzt bei wem? Ja, du, jetzt der Jay, beim Jay ist es halt, er hat generell viel verloren, ja. Das kommt wieder Dexter an, oder? Ja, aber Dexter ist jetzt gerade raus. War nur wie Dexter in 10 Jahren. Ja, so, ja klar, aber ich denke mal, es hat natürlich was damit zu tun, wie kontinuierlich man auch trainiert, oder? Ich glaube eher, also ich habe jetzt für mich die These, dass ich halt aber auch leichter mache jetzt in Zukunft. Ne? Ob das besser oder schlechter ist, weiß man nicht. Vielleicht wäre es auch besser, sagt ihr, gib beide Vollgas. Aber heißt das eben. Sobald ich ja probiert habe, wieder mal auf das alte Niveau mal zu trainieren und damals die Beinpresse, wo haben wir live die Beinpresse, wo ich mal im Schiff mal wieder eine Tonne trinke, wo man da halbe Quadratzeit wieder abgerissen ist. Ne? Ach, der war offen. Sei nicht sein? So bescheiden. Ach, du Schmerz. Hast du das gefilmt, wie du auf der Waage standst? Oh, weil wir auch. Ich hab 140 Kilo auf der Waage, stell du dich mal drauf. 140? Ja. Scheiße. Hast du gerade drauf gestanden? Ja. Er sagt, er muss gerade verfehlen sich. Ja, guck mal, wie unten ist. Klar, 20 Kilo Haare. Wie 20 Kilo Haare? Ja, 20 Kilo Haare. Was zeigst du denn da? Im Bauch. Ja, was war für der Bar? Ja, jetzt du. Chicken McNuggets, nee. Auch. Du hast nie Bauch trainiert, ne? Nee. Faszinierend, ne? Also, natürlich hat es was. Ich habe mich jetzt schon bestimmt 2 Tage nicht rasiert. So sieht so aus. Voll? Nee, so halt nur bitte. So, wie viel EAAs nimmt man vor dem Training? Anton, auf, heraus. Augenmaß. Soll ich so machen, wie es Rühls bestes konform sein soll oder so wie ich es immer daheim mache? Also Rühls bestes konform musst du, ne? Ein Scoop. Und jetzt, wie ich das mache. Ja, ist ja gut. Gerne. Durch die Nase. Blecken. Das ist Corona-konform. Achso, ja, geil. Das ist Corona-konform. Also, wir sind vorher alle getestet, ja? Auch die Theke ist getestet worden. So desinfiziert. Ja. Ist auch desinfiziert. Das war vorgeplant. In der Regie haben wir das versorgt. Das ist geil. Da gibt es jetzt Videos, wo die anderen sich wieder aufregen, weil eine bestimmte Menge an Menschen zusammenkommen und Party machen das so. Ne? Und dann schreibe ich dann halt drunter, all tested. Und damit ist es schon wieder legitimiert, dass das machen dürfen. Also wir sind auch alle getestet. Ja, stimmt. Ja, ist ja auch. Ich meine. Das war nicht auf Corona, aber. Doping-Test! Ich habe heute einen Doping-Test und einen Schwangerschaftstest gemacht. Einen Lügen-Test gemacht. Also schwanger bin ich nicht. Und ich bin gestern aus Österreich. Doping-Test kommt nächste Woche. Ich verstehe das nicht, wie man keinen Druck in den Bizeps kriegen kann. Das ist alles Konzentration.
Also nehmt euer verficktes Handy, schmeißt es ins Klo, konzentriert euch auf euer scheiß Training, dann funktioniert es auch. Lasst euch nicht zu viel ablenken. Das Isolat kommt einem nicht hoch und bleibt immer wie Wasser. Erzähl das mal, seit wann du auf hast. Seit wann? Wie, wo 2019 haben wir das im Oktober aufgemacht, Ende Oktober, Anfang November. Da warst du ja sogar bei uns. Du hast vorher schon eins, ne? Bitte? Vorher ist schon ein Studio gehabt. Wir haben vorher Studio aufgemacht, genau, noch ein Herrchen, da warst du ebenfalls bei mir zum Neudeutschland gewesen. Ich war schon immer da. Ne? Ja, warte, du bist ja schon immer da gewesen. Ja, da lief es nicht so gut. Ja, da haben wir Entscheidungen getroffen, also entweder zu machen oder wir bauen von Grund auf alles auf. Ja, also das alte Studio haben wir ja übernommen gehabt, das alte Konzept. Was war hier vorher drin? Also hier war immer ein Fitnessstudio drin. Vorher auch schon, ja? Also es haben sich ein paar Besitzer gewechselt. Ja. Zwischendurch war hier eine Tanzschule. Wir haben dann halt einen Mietvertrag hier übernommen. Eine Tanzschule, das wäre jetzt ja war eine Tanzschule. Ja? War das der Tanzlehrer? Ja? Komm mal her, Schatz. Ja, das war der beste Tänzer. Also das ist, du musst jetzt auch mal vorstellen, der ist immer so im Hintergrund, ne? Das ist der Markus, den kenne ich jetzt seit 4 Jahren. Ich bin nur im Hintergrund, damit du nicht so schmal bist. Ja, seit 4 Jahren. Ist eigentlich mit meinem besten Freund, den ich habe. Mich ganz ehrlich zugehört mittlerweile. Wir telefonieren fast jeden Tag. Und ne? Das ist schon traurig. Wenn ich schon dein bester Freund bin. Also mein Abstieg ist vorprogrammiert, ne? Wenn das jetzt schon meine Kumpels hier sind. Ich habe ja nur 2 Freunde oder 3. Ja. Die suchen immer welche aus, die schmaler sind. Ja, ich muss mich ja, wenn das schnell was feststellen, besten musst du dich mit Loch nicht drehen, besser nicht drücken. Ne? Also der Kameramann hier nicht dran, der da und noch 2. Ein paar Imaginäre. Ne? Ja. Ja, den ich immer weiß. Das sind die, die ich sehen. Sei ruhig. Hör doch mal auf, was ist so? Hör doch auf mich zu schlafen. Ja. Ja, das ist mit der Älterweste, das ist jetzt so Freunde, weißt du. Sei ruhig jetzt. Und ja, wie gesagt, der Anton habe ich durch den Markus kennengelernt, ne? Und durch Moderation beim NRC. Ne? Wo du extrem fett und schlecht auf der Bühne warst und trotzdem gewonnen hast. Das fand ich sehr. Da hast du doch noch tanzen lassen. Ja, ja. Aus Tirol. Kann man ja vielleicht reinschneiden. Aber das war ja das Schlimme. Du warst so schlecht und warst trotzdem noch Längen besser wie alle anderen. Hier, ich habe auch gestanden. Ich hab auch gestanden. Soll ich sagen, wer mich vorbereitet hat? Ja, jetzt aber. Keine Ahnung. Aber du musst auch sagen, weißt du? Du kannst dir aus dem Scheißhaus kein Wohnzimmer bauen, ja? Aber natürlich so Kloake als Grund. Nee, mach uns da gut aus, oder? Ja, naja, was gut sehe ich immer aus. Ja. Für sein Alter war es okay. Gell? Ja, ne? Ach, du, wenn du die Haut ziehen kannst, bis unter die Knie, was soll ich denn da machen? So viel Wäscheklammern, wie ich da gebraucht habe, kann der. Komm, wir gehen mal. Mach mal eine Runde. Ja, mach dir mal. Ja, es ist eigentlich alles selbst erklärt, ich kann jetzt nicht viel dazu sagen. Ja. Was heißt das? Da sind, Das ist doch Crossfit eigentlich? Ja, das ist ein Crossfit, genau. Wir wollten halt auf den Trend draufspringen quasi. Ne? Wir haben wird das genutzt? Bitte? Wird es genutzt? Wenig, also sehr wenig. Achso, in dem Studio, wo ich normal bin, ne? In Funkstadt, ist auch ein tolles Crossfit-Ding, ja, ne? Ja. Wird es genutzt? Nee. Überleg mal, wie viele Geräte, tolle Geräte ich hier hinstellen kann. Ja, also mindestens 4 Stück, 4, 5 Stück. Ja. Also gut zu haben, klar. Ne? Also, sieht gut aus. Die Ketten kann man aufhängen halt. Ne? Ja. Kann man schön vertraut. So. Was kann man? Ja, ja, ansonsten, du, also zum Bodybuilding schon, ne? Höchstens hier der Power Rack wird halt genutzt. Ne? Also wir haben 2, falls einer. Einer hier serviert, kannst du ja nach unten machen. Oder sogar 2. Ja, hier kannst du ja. Aber du gehst schon Richtung Bodybuilding, ne? Das ist schon
für Jungs, die ernsthaft trainieren wollen, nicht so schickimicki, obwohl es schön aussieht, ne? Farblich sehr schön. Genau, also natürlich, ja, wir gehen her, weil ich ja selber leidenschaftlich über die Bilder. Wir heißen Everybody's, also das ist halt für jeden. Für jedermann, ja. Für jedermann, genau. Wir sind halt leistungsorientierend. Wir bieten natürlich für jeden die Möglichkeit, also wie die Kunden, die Mitglieder das nutzen, das ist ihnen überlassen. Ne? Man kann's, ne? Wir haben ja auch überwiegend bzw. 40% weiblichen Anteil. Oh, das ist sehr viel, ja. Wir haben sehr viele Frauen. Sehr gut. Ja. Ja. Da sind wir auch wirklich happy drüber und sind stolz drauf. Ja. Wo Frauen sind, sind auch Männer. Das ist immer so wichtig. Ne? Das ist immer schwierig heutzutage. Ja, sehr schöne Geräte. Ja. Wir wollten das halt so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen Hardcore, also mit Geschmack. Mhm. So, schon so stylisch. Ja. Ne? Und wir haben ja eine gute Mucke laufen abends. Ne? Und ja, Hardcore mit Geschmack. Schön. Da hinten ist noch Dings, Intensivstation. Genau, wir haben. Beinbereich oder was? Frauenbereich. Das ist nicht ganz politisch korrekt. Was? Ja, da kriegst du Schelde, Alter. Wenn du jetzt sagst Weiberbereich, dann ist was los. Ja, nett und lieb gemeint. Oh, da trainiert ein Weiber. Den müssen wir ausprobieren. Ein Geschäft führt euch vor, wie man das Gerät so richtig bedient. Nicht auf das Gewicht. Also wir müssen sagen, wir sind natürlich alle negativ getestet worden. Also es wird alle haben wir nicht gemacht. Corona-Test vorher nicht. Corona-konform müssen wir heute schon machen heutzutage. Genau. Ist schon sehr wichtig. Zu weit rum, ja. Das ist unser Beinbereich, inklusive Kurzhantelbereich. So die Karre habe ich mir neu gekauft. Von Firma Flamesports. Was kann man da Kilos drauf machen? Eine Tonne? Ich weiß nicht, ich habe mich ausprobiert. Ja, also einiges, du wachst jetzt einiges. Also du kannst ja gleich nach dem Training so mal. Sieht schon stabil aus, ne? Mal probieren. Also ich finde die Übertragung halt sehr gut. Ne? Ja. Also ich hatte davor eine. Es ist sehr steil, ne? Normalerweise sind es so 45 Grad. Du kannst eine Lehne verstellen. Deswegen ist es auch gut. Vor allem dieser Winkel ist hier gut. Ne? Also ich hatte eine alte Maschine, der Winkel war leicht nach oben, so dass du dann quasi so gedrückt hast. Ne? So, ich habe enormen Druck auf Patella und Patti zu sehen, und das ist halt meine Schwachstelle. Ne? Ich weiß ja selber, Schmerzen schon seit Ewigkeit. Ich muss immer, du hattest ja auch selber Quadrizepsabriss gehabt. Deswegen, ich beim Beintraining muss ich immer gut gucken, also dass die Übertragung sauber ist. Ist das der Hauptproblem? Vom Bodybuilding her? Also vom allen Problem ist es das größte Problem. Ja. Also es läuft noch, ich kann dir nachher die Beine zeigen. Darf ich nachher mal sehen? Wollte ich gerade fragen, würde ich nachher mal sehen? Ja, klar. Ja. Vom Check, klar. Sehr gerne. Ich glaube, die Leute interessiert es schon. Ne? Wenn ich mich nicht mehr ausziehe, ich alter Sack, dann ist mein junger Athlet, der auf dem Weg ist, Profi zu werden. Ne? Genau. Also das machen wir sehr gerne. Deswegen ist für mich, wie gesagt, die Übertragung enorm wichtig. Ich muss halt immer beim Beintraining, ich kann nicht besonders schwer trainieren. Musst du Kniebeuge machen, um dicke Beine zu kriegen? Nein. Nee, muss ich nicht. Also ich habe Beine mit dem Kniebeugen natürlich aufgebaut. Ja. Also ich habe 240 war mein Arbeitsgewicht gewesen, bis zu einer gewissen Zeit. Musste ich immer fester bandagieren. Es waren halt Fehler gewesen, halt noch ein paar Jahre davor. Immer rein, ne? Nicht in der Schmerz, sondern in der Schmerz rein, scheißegal, geht schon weg. So, jetzt ist es halt chronisch, mach diesen Fehler nicht. Ja. Immer soll ich auch seinen Körper hören, ne? Ja. Deswegen, es gibt auch keine Übung, die du machen musst, wenn du dich aber nicht wohl drin fühlst. Ja? Also ich habe jetzt meine Übungen, wo ich am wenigsten Schmerz habe, das ist hier die sitzende Beinpresse, die ist mega, da habe ich wirklich kaum Schmerzen. Nein, das ist die Beinpresse für 40 Grad. Wo ich angefangen habe zu trainieren, das war 91, da haben wir genau so eine Beinpresse gehabt und die wurde dann rausgeschmissen, weil es gewesen hat, die ist nicht mehr konform, zeitkonform. Und heute sind sie wieder alle da, weil es mit die beste Beinübung ist. Sie nimmt zwar halt viel Platz weg, aber das Ding ist, für mich ist es wirklich einer der besten Maschinen. Ja. Und ich fange damit an, ich muss leider immer so 4, 5 Sätze warm machen, bevor ich dann halt und immer langsam Gewicht aufbauen, ich kann eigentlich volle Karacho angeben. Ne? So, wenn der Quadrizeps voll ist, wenn das Blut reingeflossen ist, da kann ich halt mäßig trainieren. Ne? Aber immer noch, ich mache keine PRs mehr. Ne? So, jetzt trainieren wir noch ein Stündchen. Ne? Schultern, ne? Schultern, ein bisschen Seitheben, drücken. Aber du gibst gern vor. Heute bin ich dein
Gast. Machen, was du willst. Ich würde eher andersrum vorschlagen. Ich würde zuerst machen. Dein Training. Ja? Dein Training. Dein Gut, dann machen wir es meins. Ich fange immer mit den besten Zeiten. Ja, ich fange meins mit dem Gewicht. Ne. Das wäre schön, ja, aber dann kann ich mich mal hier einliefern lassen, weil alles abgerissen ist. Ja. Ich fange immer gerne mit Zeitheben an. Dann mache ich Drücken und dann können wir für die Hintere noch machen und dann mal gucken, ja, wie ich noch Lust habe. Ja. Ne? Und also, du Lust hast. Ja? Alles klar, auf geht's. Also, von ja. Nee, du schon, welche? Was? Ich hab keinen Bock. Eine Hand. Bist Body, Alter. Trainiert ihr mit so einem Handtuch? Ja, ich krieg ja keins von dir. Stimmt, ich geb dir das nicht. Dein Dreckig bist ja. Ja, und das ist ganz neu, das hab ich wieder aus dem Polen gemacht. Gerade ihr Asen weggewischt, jetzt schwitzt es voll. Voll die Sauerei, da lassen wir überall. Ne? Ja. So. Ach, ich habe schon Angst, mit dem Ochse zu trainieren. Ja, Zeiten sind vorbei. Scheiße. Du der Ochse warst. Ja. Next Generation. Ja, ja. Next Generation. Ja, schon 32. Überleg dir mal, ne? Das ist auch schon. Du bist auch schon eigentlich älter, ne? Bist immer noch 18 Jahre jünger wie ich. Das ist ja das Schlimme. Oh, die ganze Scheiße. Machst du ihn stehen oder sitzen? Im Stehen? Ja. Ich mache ihn sitzen. Ja. Sitzen fand ich aber besser, weil ich... Das mache ich im Stehen nicht. Deswegen machst du im Stehen. Weil ich ja die letzten... Ich trainiere meistens immer alleine. Ja komm, wir machen zusammen. Dann helfe ich dir. Ich trainiere immer alleine, deswegen cheat ich. Ja, dann machen wir sitzen, dann helfe ich dir. Das geht nicht. Ist besser. Willst du anfangen oder fange ich an? Ich fange an. Dann fangen wir die ganz leichte. Wie viel hast du warm gemacht? Ach, so 20. Was man warm ist. Also 3-4 Sätze und dann. Hast du keine hier Rotatorenmanschette? Nie gemacht? Nee. Ich glaube, deswegen habe ich auch nichts. Ich glaube, wer so viel Rotatoren. Gerade weil so viele Rotatoren gemacht wird, haben die Leute Probleme. Hatte ich noch nie gehabt. Ich habe ja viel Scheiße, aber das hat ja nie. Ja, du hast wirklich eine außergewöhnliche genetische. Ich habe aber Glück gehabt. Ich habe auch nichts in der Schulter, du hast gar nichts. Mein MRT gehabt. Rein. Bei uns ist es ein bisschen frisch hier. Es liegt daran, dass die der Heizungsgerät ist ausgefallen. Ja, ja. Jetzt in der Zeit. Das war 5 Wochen bis zum ersten Start. 5 Wochen? Mhm. Ja. Mal gespannt, ja. Ein bisschen Platz. Bist du jemand, der korrekt trainiert? Was meinst du? Bist du jemand, der korrekt trainiert? Ja, was meinst du? Der schon auf Ausführung Wert legt oder sagst du Scheiß drauf, ob das Gewicht? Also unterschiedlich. Also ich würde eher tippen, eher behaupten, dass ich mehr Wert auf Ausführung lege. Es sind ein paar Gründe. Also erstens, ich trainiere meistens, wie gesagt, alleine. Ja. Ne? Ich kann einfach nicht, also ich kann schwer, aber ne, so die letzten depressive Wiederholungen, da gibt es niemanden, der dich ein bisschen sicher. Ne? Also das ist natürlich eine Verletzungsgefahr. Ist ja. Ne? Deswegen für mich ist es optimal in SSD zu trainieren oder MTUT. Ja. Na, also der Plan von ja. Patrick ist optimal dafür geeignet, wenn man dann alleine trainiert, so ein Cluster-Prinzip. Erzähl euch, Patrick Thur ist dein Vorbereiter oder dein Coach oder wie das nennt. Coach, genau. Ja. Patrick Thur ist mein Trainer, mein Coach. Ja. Der ist der Erfinder von SSD-Prinzip. Ja. Ja, und ich finde es halt wirklich. Sehr gut. Wichtig ist, es muss passen für dich. Ja? Genau. Ich finde immer, das Prinzip muss immer für einen bestimmt sein. Es ist nicht wie alles für jeden, ja, das ist ganz klar. Also da liegt natürlich Wert trotzdem auf schweres Gewicht. Ja. Ne, und möglichst größer Umfang. Ne? Also,
Volumen. Volumen. Ja. Mit diesem großen Gewicht. Ich finde das Handtuch ist immer gut, dass man die Nasen halt putzt. Ne? Das ist mir ganz wichtig. Erst die Zylinder hoch. Müssen frei sein, dass auch Luft reinkommt. Ne? Erstmal Nase, dann Stirn. Und dann die Stirn. Ja, früher habe ich es so gemacht. Ne? Ich habe es runtergerotzt und habe es mit den Füßen was so weitergemischt. Ne? Das war mir gut. Was ist das Maximum, Anton, was du machst? Seitdem? Ja. Ich muss in mein Trainingsbuch gucken. Weißt du? Also in der Regel 30, 35 Kilo. Okay, gut. Also im Stehen natürlich. Im Stehen. Na, ja, guck mal, ob es geht. Bei 30 Kilo wollte ich mich so anstrengen. Der Schließmuskel nicht mehr hält. So. 17. Wann machst du das Maximum? Hm? Wann machst du den Maximumsatz? Ich mache noch vier. Ich, ja. Vier Leute. Ich empfehle mich komplett an dich. Okay. Mach ich jetzt 22,5. Komm, alle. Komm, alle, komm.
15. Sauber. Ja, einer noch. Ja. Einer schwerer. Wie viele Übungen hast du für die seitlichen gemacht immer? Zwei. Zwei, ne? Ich auch. Seite. Im Sitzen. Und dann noch ein bisschen Kabel, wo ich schon für die Erholung gehe. Und so schwer. Ja. Also ich habe Jan früher zum Kinn gezogen. Können wir auch machen. Ich habe ein bisschen liegen gemacht eine Zeit lang. Im Liegen? Nach hinten gelangt. Ja. Mal probieren. Weil immer probiert, meinen Körper rauszunehmen. Ja, ja. Weißt du, das ist also ich habe das jetzt rausgelassen, weil ich Schmerzen in der linken Schulter bekommen habe. Irgendwie von der Anatomie. Achtung. Bin ich halt mit links. Deswegen gesagt, mit linken Schulter, das stimmt schon. Ich ziehe rechts hoch, gerade im Liegen, ne? Ja. Links vorbei. Genau. Ja. Bei mir so ähnlich. Ja. Ich weiß aber, woran es liegt. Ich bin schon zigmal, ich bin immer das Held wie du, Marus. Eingerengt alles. Kriegt nicht mehr die volle Belastung rein. Ich weiß, dass meine linke Seite, ich kann mich ganz bewusst an diesen Moment erinnern, bevor ich zum Bodybuilding gekommen bin, zum Kraftsport, habe ich Zeit lang Kraftsport betrieben. Und Thai-Boxen, Boxen, es waren Thai-Boxen und Boxschule, also ich habe beide Sportarten ausgeübt. Und wir hatten einen Athleten, einen Kämpfer da, der hat auch einen Bodenkampf. Ich meine, komm, ich brauche jemanden für Sparring. Kannst du dir vorstellen? So ein bisschen auf dem Boden. Ich sage, keine Ahnung vom Bodenkampf. Also. Nie im Leben. Ich meine, ich zeig dir. Ganz locker. Ja, und wollte mir zeigen, wie cool er ist. Spring mir in den Bein und ich stehe so. Ja. Und dann haut mich von den Beinen. Ich falle so. Scheiße. Lass die Schulter ausruhen. Ja. Ewig Schmerzen in der Schulter. Und ich glaube, seitdem habe ich so Schutzstellung. Ich merke es auch beim Osmuskular, dass ich, wenn ich nicht mehr bin, dass ich so stehe. Probier mal so zu ziehen. Das ist das, warum ich so gemacht habe. Dass du eine Symmetrie aufbaust. Ja. Weil wenn ich so gemacht habe. Hast du geübt? Ja. Das ist deswegen bin ich irgendwann dann auf die Pose gegangen, weil ich dachte, okay, dann hast du zumindest mehr Gleichgewicht. Also ich versuche mich halt immer zu konzentrieren, das dann auszugleichen. 27er? Und ich bereue es nicht wieder gleich. 27 sind hier. 27. Bodybuilding-Szene. Hä? In der russischen Bodybuilding-Szene oder Kraftsport-Szene, da gibt es gewisse Reglements, also so eine ungeschriebene Regel. Hä? Man darf nie so Kurzhanteln mit den Beinen berühren, weil das heilig ist. Also so wie, man darf nie über die Stange treten. Ich hab die immer so gemacht früher, ne? Die immer so hoch und hab die immer so gefangen dann. Achso, mit 40. Zum Seitheben. Hast du wieder Ronaldo so hier? Da hab ich mir die Kurzhantel gemacht. Ne, nee, so ein Scheiß. Also in den 90er Jahren vor allem so ein Keller studiert, wo ein alte Hasen trainiert hat. Ja. Die haben streng darauf geachtet, dass so ein junger Bursche über einen Hantel oder Langhantel getreten hat eine Aufweitung bekommen. Find ich gut. Ich bin Mitglied in einem Studio, das erste. Oder das zweite Studio war das. Da bin ich rein, hab gesagt, ich würde gerne einen Vertrag machen. Ich sagte, Vertrag brauchst du keiner. Wenn du 100 Kilo drückst, kannst du hier trainieren, sonst verpisst du dich. War damals so. Dann habe ich so lange trainiert, bis ich die 100 Kilo gemacht habe. Dann durfte ich da. So hast du Zeit, ja? Durfte ich da trainieren. Zwei Wochen? Wie lange dachte ich? Ja, heute, das war noch Zeit hier. Sechs Stück. Zwei. Konzentriere dich, gerne. Sauber. Drei. Vier. Lass dir ruhig Zeit. Fünf. Sechs. Sieben. Die Zähne kriegst du. Acht. Alleine. Ganz alleine machst du. Neun. Und der letzte. 10. Sehr gut. Puh.
Zehnmal muss ich 12 machen. Auf geht's. Feuer, komm. 2, 3, 4, 5, komm. 6, 7, 8, komm. 9, auf und komm. 10, 11, 12, komm. 13, jetzt, komm. Hopp. Jawohl. Sauber so, sehr gut. Gut. So. Erste Übung. Gut. Wollen wir das bestehen? Nochmal. Willst du machen? Ja. Leichte? Oder was dann schwere? Na, nochmal. Mach schon eine leichte. So 8 bis 12. Mach nur noch schwere. Mach ganz gut. Am Fliegen zum Kameramann sagt im Auto. Der größte Unterschied zwischen damals und heute. Heute überlege ich manchmal. Natürlich. Von der Basis. Schwer wie du. Von der Kraft her könnte schwerer. Der Kopf erlaubt es mir aber nicht mehr. Weil ich dann denke, wozu? Wozu? Ich krieg's nicht mehr. Ja? Ich werde nicht mehr so aussehen, ich pack's nicht mehr und ich tue mir weh. Und das. Ja, es geht es eher im Muskelerhalt und nicht im Muskelaufbau. Hast du denn dieses, das zu akzeptieren? Schwierig, ne? Ja. Also ich habe mich schon immer gefragt, ich habe dir auch die Frage gestellt. Ja. Wie war das für dich? So der nächste Tag, wo du, oder die nächste Tage, wo du eine Entscheidung getroffen hast, so das war jetzt mein letzter Wettkampf. Schwer. Ich mag dich nicht mehr. Ne? Hast du einen Sport, aus dem professionellen Sport, sich zurückzuziehen? Das. Ne? Du hast über 20 Jahre, ne? Du bist halt auch. Du kannst ja nichts anderes. Genau. Ne? Du kannst ja nichts anderes. Das ist wie. Du hast ja gelebt, 24 Stunden, 7 Mal die Woche, 365 Tage. Du fängst quasi das Leben von neu an, ne? Ja, du musst neu laufen lernen. Mit was? Und das ist das, was sehr weh tut. Ja. Das tut ja heute noch teilweise weh, ne? Ist ja nicht so, dass ich das Herz noch habe. Was ich sehe dich und denke, geil. Ja. Ich will das auch. Ja. Ich kann's nicht mehr. Und das ist so, das sage ich auch jedem, der jetzt noch jung ist, ne? Oder genießt es, ne? Genießt die Zeit, ohne Scheiß. Genießt es, auch wenn es manchmal wehtut und sagt, ich kotze gleich. Das ist es wert. Das ist das, was Bodybuilding ist. Weil jemand ist vorbei, der hat es nicht mehr, das ist scheiße. Aber natürlich möglich, dass alles gesund ist. Ja, na klar, das alles ist wirklich gesund. Genau. Und rational ja. Angehen. Weil ich dann 1-2 Wiederholungen mehr mache. Absolut. Oder sonst kacken meine Unterarme. Alles, was hilft. Genau. Ja. Alles, was hilft. Coachings immer sagen, wenn du hinter mir stehst, habe ich Angst aufzuhören. Das soll es ja auch sein. Das ist Autoritätskraft. Genau.
Ja, gut. Und Seil. Noch ein Seil, 2-3 Sätze. Ja. Achtung, mit Falle. Frontheben. Frontheben? Ja. Wollen wir mal die Maschinen vorne machen? Ja. So, Frontheben, die Maschinen, oder? Lassen wir. Also kurz machen. Also aber trotzdem voll Kabel, ne? Dann willst du es so? Ja. Können wir mal Supersatz machen, oder machst du was nicht? Als Supersatz? Oder wir machen erstmal seitig, dann machen wir drücken und das machen wir zum Schluss. Okay. Und dann die Hüfte. Gut. Das ist schon ein schwerer Griff. Die ist, warte mal, ich glaube, nehmen wir lieber einen anderen Griff. Der ist ja beweglich. Das ist ja so ein bisschen blöd konstruiert. Ja, der wackelt so. Ne? Dreht sich nicht. Bravo. Ziehen für die Seite? Das ist alles anatomisch bedingt, also für mich auch vor dem Körper. Na? Hinten habe ich ein bisschen Schmerz, beziehungsweise... ich kenne viele, die machen halt... Nicht angenehm. Na? Also so, ja. Ja, dann eher hinten, ne? Ja. Wenn du es halt hingepackt brauchst. Und da mag ich jetzt schon, dass die linke Seite anders sich anfühlt. Hm? Weil ich, ja, muss auch den Kopf drehen. Ja. Das komme ich nicht rum. Ja. Das ist ganz komisch. Wie gesagt, da gibt es kein Ultima, also richtig oder falsch. Jeder muss natürlich die Bewegung für sich halt raussuchen. Das muss natürlich sich gut anfühlen. Da muss man das maximal kontrahieren. Ja, bringt nichts, wenn du anfühlst, nicht richtig machst, aber sich dabei blöd fühlst und Schmerzen hast. Ne? Deswegen muss jeder selber wissen, weißt du, welche selber Übung für wen ist. Ne? Ja, diese Motivation-Videos. Ne? Oder dein Jay Cutler irgendwie Seitheben macht, wo die Couch-Experten schreiben, die Ausführung wäre falsch. Ja. Ne, weil so macht man das nicht, also das ist nicht richtig. So ein B-Lizenz-Trainer. Ich hab einen Anton gepfiffen, nicht dir. Ja, das ist schon schwierig heute. Couch-Coaches. Mal ganz gut, wenn du gut vorgearbeitet hast. Aber jetzt knallt es wirklich schnell. Auf. Oh Gott. Frage ist ja immer, Anton. Mir sagt ja immer so, von dem Wissen von heute willst du was anders machen. Ja, aber damals war meine Denkensweise ja eine andere. Ja, guck mal, es war ja nicht so, dass wir nicht gesagt haben, damals macht er ein bisschen leichter, macht korrekter. Ich habe immer gesagt, halt die Fresse. Dann hast du so einen Scheiß, weil du nicht schwer trainieren kannst. Das war ein ganz anderes Mindset. Halt, ne?
Ganz andere Motivation, ne? Du, ich wünsche mir schon manchmal ein bisschen mehr Vernunft. Hätte ich vielleicht das eine oder andere Jahr länger machen können, ja, ne, weil der Verschleiß nicht so hoch gewesen ist. Die Frage ist halt immer, hätte ich dann den gleichen Erfolg gehabt? Ich glaube schon. Weiß es nicht. Also ich glaube, es liegt nee, bei dir nicht unbedingt an Trainingsweise, sondern an deiner genetischen, klar, natürlich an allem, was du gemacht hast. Das ist doch immer dasselbe. Was wäre wenn? Guck mal, ja, es gibt so viele, das Leben ist wie so ein Baum, ne? Wir haben ja so den Stamm, das ist der Ursprung, ja, und dann sind die Äste, die, das sind die Lebenswege, die du beschreiben kannst. Was wäre, wenn wir keinen Lockdown hätten? Ne? Hätten wir unbedingt mehr Zeit? Hätte Fahrradkette. Ich sag mal so, was wäre gewesen, hätte ich mein Supplement 5 Jahre früher auf den Markt gebracht? Ne? Das hat er schon gesagt. Ja, der Kameramann hat es schon oft gesagt, ja. Was wäre, hätte ich damals gesagt, ich hätte früher aufgehört, hätte mich auf andere Dinge konzentriert. Was wäre, hätte ich nochmal gemacht? Was wäre, hätte ich damals vielleicht mit Petro in Frieden die Vorbereitung nicht gemacht, sondern hätte allein weiter gemacht, ne? Was hätte. Ne? Das wäre, es ist spannend im Leben, darüber nachzudenken, aber es ist ja nicht mehr veränderbar. Insofern beschäftige ich mit dem Kram von gestern. Guck lieber was Neues, ja. Weil das ist das Problem. Viele ältere Menschen leben halt nur im Damals. Ne? Genau. Und vergessen so, was eigentlich die Zukunft bringen soll. Ja? Denk da nicht drüber nach, was du letztes Jahr gemacht hast. Denk dran, was in 5 Wochen ist. Ja, also, das ist rational. Ne? Also, das andere ist natürlich philosophisch vielleicht. Ja, also, das ist normal Denkensweise eines genau Menschen. Denken, ja. Ich trainiere schon gut immer. Ich habe viel Zahn im Kopf. Ich habe viel Zahn im Kopf, zu viel. Das war wahrscheinlich ein Unterschied zu den heutigen. Trainiert doch keiner mehr. So wie der trainiert. Also ich habe ja schon mit 3, 4 trainiert. Alles ja. Schreiben wir. Ja. Da denkst du, die machen Hausaufgaben. Ich bin schnell im Tipper oder der Ziege. Schön so ein Aktenblatt dabei und dann erstmal eintragen. Jetzt machen wir uns um. Sieht man, dass der Anton halt so ein scheiß Russ ist, ne? Die Jungs so zwang. Ja, so. Ja, das ist nach so einem anderen Schlag. Oh. So weichgespült, ja. Oh. Auf. Oh. Musst du anschreiben, kann er. Du, ich glaube, alles spielt im Kopf ab. Ja, muss ja im Kopf ziehen. Nicht nur mit dem Muskel. Auf! Komm! Auf! Alter! Auf! Jawohl! Auf! Auf 2, komm! Jawohl! Mann, ab! Nochmal! Jetzt, komm! Jawohl! Sauber! Ich hab noch einen Touchdown gehabt, also.
Sehr gut. Zwei. Und noch eins. Ziehen. Alleine. Sehr gut. Hier. Jawohl. Komm. Oh, Alter, komm. Drei. Zwei. Einer, komm. Oh, Alter. Mega. Sehr gut. Holy shit. Abfällig kann der, wo weiß, wie es auch richtig geht. So. Max, was denn? Drück. Deine Meinung? Ja. Zur heutigen Schwerbodybuilding-Klasse in Deutschland. Deutschland ist schwer. Warte, ich versuche mal meine Frage. Ich sag mal. Ja. Ich meine, Deutschland war immer bekannt dafür, dass wir das gut Schwere haben. Das 90er, 2000er. Ja, also jetzt fangen wir mal mit, also erst Münster ist jetzt ein blödes Beispiel. Du, ich kenne Münster, ja. Achim Albrecht. Tschirlok. Günter Schlierkamp, Roland Tschirlok, mich. Genau. Auch Ernst Mathis ist jetzt kein, ja. Ist aber trotzdem in Deutschland aufgewachsen. Wolf. Dennis James. Wolf. Ja. Johannes Rufiades. Genau, ja. Kalbach. Heiger Kalbach, ja. Es waren immer Holger Rock, es waren immer Arzen dabei. Ich meine, wir haben unbestritten heute gute Bodybuilder, ne? Gute. Aber keine national, gute international. Genau, aber keine auf dem Top-Niveau. Ich habe dir schon mal erzählt, der Germanian hatte die Frage bekommen, ob er einen deutschen Bodybuilder kennt aktuell. Der konnte keinen nennen. Das ist traurig, ne? Konnte leider keinen nennen. Das ist traurig. Klar, der kannte Markus Röhle, kannte Dennis Wolf. Ach, Germanian ist der Chairman der IPB Pro League. Ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie so der Hein Blöd, sondern das ist der Mann im Bodybuilding. Und wie der Anton sagt, ich finde es mittlerweile auch sehr schade und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe so meine These. Schwergewichts-Bodybuilding. Schwergewicht hat was mit schwerem Training zu tun. Schweres Training, viel Essen. Natürlich hat so ein Leichtathlet es leichter, 90 Kilo in Form zu bringen, ja, so 130. Ich rede nicht von Classic Physik oder Men's Physik. Eben, ich rede von Bodybuilding. Du weißt doch selber, wie schwer es ist. Classic Physik ist auch 100, ja, 120, 30 Kilo wirklich in Form zu kriegen und das zu halten und das ganze Jahr und sich zu verbessern, was das für eine Grundsubstanz braucht, für einen Enthusiasmus, für eine Energie. Also ich kann immer nur von mir reden. Ich habe 20 Jahre lang nur für den Sport gelebt. Da gab es nichts anderes. Nichtsdestotrotz, ich kann jetzt nicht behaupten, dass wir in Deutschland wirklich keine Jungs haben, die das wirklich ernst wollen, ne? Die bereit sind, auch Arsch aufzureißen. Ich weiß es nicht. Der Tim, Enrico Hofmann. Also es ist natürlich auch ein Stück weit Genetik, aber man kann natürlich den Wort oder die Entschuldigung Genetik nicht immer gelten lassen. Ich sage ganz einfach, Tim, absolut. Tim ist natürlich das Problem, er hat natürlich auch jetzt Familie, Kinder etc. Ne? Ja. Auch das ist immer ein Faktor, du hast selber zwei Kinder jetzt, ich habe jetzt eine Tochter. Ich weiß, dass es auch ablenkt. Also ich Prioritäten, könnte, ne? Ja, ne? Ich finde, ein Schwergewichts-Bodybuilder hat nur eine Priorität, sonst kannst du nicht da oben mitstehen. Genau, und das wird wahrscheinlich der Punkt sein. Ne? Ja. Also ihr habt damals wie München gelebt, ne? Also wirklich, so wie jetzt auch der Dorian, ist jetzt kein Deutscher, aber ne, der kannte nur sein Tempel-Gym und alles andere. Ich weiß vom Jay, ne, weil ich ihn jetzt sehr gut kenne und auch viele Jahre mit ihm zusammen auf der Bühne gestanden habe, dass der auch nur dafür gelebt hat. Mhm. Also Jay hat morgens aufgestanden, gegessen, Cardio, Training, Essen, Schlafen, Training und genauso war meins. Ja.
Da gibt es nichts anderes. Da gibt es keinen mal Stunden mit der Tochter spiele und so weiter. Das gibt's halt nicht. Ja, leider. Ich muss wissen, was ich will. Ja? Und wenn ich jetzt in Rom alter Papa geworden und nicht mit 25. Da stimme ich da vollkommen zu, weil ich merke es ja an mir. Ne? Ich hatte mit der Selbstständigkeit 2017 angefangen, jetzt dann hier weitergemacht, jetzt eine Familie, Scheidung zwischendurch, ein Kind, zweites Kind. Ich merke schon, wie mich das gehindert hat. Ne? Also ich habe jetzt von 2017 bis jetzt zwar einen gewissen Fortschritt gemacht, aber das ist nicht das Fortschritt, was ich machen könnte, wenn ich wenn ich mich wirklich nur auf Sport konzentriert hätte. Es ist natürlich schwierig, so einen Spagat zu machen halt. Ne? Was in jedem Sport kannst du natürlich abwägen. Ne? Im Fußball ist es doch kein Problem. Ja, wenn du da mal zwei Stunden mit deinem Kind spielst. Beim Bodybuilding ist ja Essen, Training, Regeneration. Ja. Und Mindset vor allem. Ne? Ja. Na, wenn du zum Training kommst und denkst dann deine Existenz oder hast du irgendwelche Ängste? Du, lass es alles sein. Deine Kleine ist krank oder ja, ist was so, passiert. Ja. Ja. Und du bist im Training und sollst eigentlich eine gewisse Grundaggressivität fürs Training an den Tag legen und denkst eigentlich, mein kleiner Schatz. Weißt du? So geht es mir jetzt heute auch, ja, wo ich denke, warum habe ich Angst? Weil ich denke, ey, ich habe eine Tochter daheim, der muss doch gerecht werden. Ich kann jetzt aber, Schatz, geht nicht, weil ich habe das und das. Geht nicht. Ja. Aber nichtsdestotrotz, es gibt ja immer noch viele junge Leute, ne, die das noch nicht haben. Und der Progress ist trotzdem nicht da. Ne? Die haben aber vielleicht auch einfach die Einstellung dafür. Ja, also der Kameramann hat gesagt, oder du, ich weiß nicht genau, wer die tippen lieber, ja? Nein. Ne, Markus, glaube ich. Der Mann aus dem Hintergrund. Ja. In dem Backstage. Ja. Heute sind so manche Bodybuilder schneller am Tippen wie im Gewichte heben, ja, oder besser. Das ist das. Ja, du darfst das ja auch. Ja, das sind dann zusammen. Ich bin schon weg, ja? Ja. Ich probier mal. Also ich finde es besser. Ja. Und es entlastet so ein bisschen. Ich habe so ähnliche Probleme mit dem. Allerdings ein bisschen den Bank etwas gerade stellen. Ist ein bisschen schief. Ist ein bisschen schief, ne?
Lass du deinen Ehrring immer an? Kontrolling. Ich sehe immer. Ich gehe immer Pfand in der Zeit. Ja. Mental. Nein, das liegt zerreißt. Sag das gerade mehr. Das ist halt schon im Arsch, ne? Deswegen helfen, ich kann das nicht an die Seite machen, weil die verschiebt sich dann schlimm. Machen wir ja von hier. Oh, ist das zu schwer jetzt. Ich muss mal gucken, was das ist mit meiner Ja, ja, mach vorsichtig. Stell mich hinterher. Zwitscht, ja? Ja, es zieht ein bisschen, aber es geht schwerer, dass ich das mache. Ja, schwerer machen. Also ich kann es schwerer machen. So eine Blockade hin am Rücken. Ja, schwerer machen. Kannst du bitte kurz dahinter? Die Schultern sind schon nicht platt. Aber ich mache normalerweise Schulterdrücken als erste Übung. Ja. Das haben wir schon zwei, drei hinter. Ja, ab und zu mal wechseln, ja. Das ist gar nicht schlecht. Die hier, meinst du? Also ich habe oft mal zwischendurch Gäste hier, ja, die dann das übliche Gewicht, was sie bei sich... Ja, ja, kannst vergessen. Ne, die bleiben, ja, das ist irgendwie... Ja, jede Maschine ist anders. Ja. Sehr gut, Max. Sehr gut. Bleib. Ich bin da. Sehr gut. Lass ein Stück mit mir. Gut. Machen wir mal? Ja, ja. Was jetzt machen? Hast du die eigentlich früher schon gemacht? Ja, die machst du die. Hast du die früher schon gemacht? Die habe ich. Muss ich ganz ehrlich feststellen. Also ich habe die schon gewusst, dass die geht. Hab die aber aus dem Kopf verloren. Erst wo ich beim Dexter Max gesehen habe. Da habe ich sie wieder in das Programm reingerufen. Also hast du schon zu deiner aktiven Zeit gemacht früher. Das ist ja eine uralte Übung. Ich habe die erst. Irgendwann vergisst du die so. Das ist so dein Stiefel. Und dann denkst du, oh. Und irgendwann mal habe ich. Wenn es am Deckstack sehen, denke ich, ach ja, geil. Ach, da habe ich Ölschnitt gemacht. Ja. Und ich habe die nicht erfunden, also ich muss jetzt mit fremden Fingern schmecken. Ja, genau. Ich habe die vorher noch nie gesehen. Mache ich nicht.
Aber super, ach du, ich glaube, die habe ich schon Anfang 2000 hab ich schon gemacht. So hast du mal gemacht, Anton? Was? So? Das einarmische Drücken. Drücken? Und also du setzt dich hier auf die Multipresse und drückst. Ach so. Ach so. Nee, noch nicht, aber ich hab's gesehen, ja? Ja, ja, kannst du mal machen, das ist ganz gut. Sau schwer. Sehr schwer, aber du kannst halt gerade rechts, links unabhängig. Mhm. Ganz gut Drücke halten. Das ist schon gut. Kurzhand ist halt das Problem, weil du musst balancieren, ne? Und da kannst du halt schön konzentrieren, ne? Das ist der letzte jetzt, oder? Ja, letzter. Und jetzt der vordere. Alles gut. Ja, ich merke schon ein bisschen. Gut, platt. So, mal 7 Stück. Kommt egal, ob es dann kommt hin. Was willst du machen? Die 30? Oder? 30, ja. Gut. Habe ich schon ewig nicht gemacht. Ja. Sonst muss ich jetzt zugeben. Ich habe das mal zeitlang im Liegen gemacht. Ja, das ist so noch vorne. Ja. Schon ewig nicht. Aber im Liegen hast du auch ein bisschen Hinterschuss wahrscheinlich. Ja. Also dann habe ich es am Kabel habe ich es noch gemacht. Ja, genau. Ja. Dann mach mal vor. Ja, von hinten. Ja. Ist bequem. Also ich mache den als Schlussübung in einem Cluster. 4x5. Also 5 Sätze, 4 Wiederholung. Immer 15 Sekunden Pause dazwischen. Okay. Ich kann gleich zeigen. Leicht über den Kopf. Schön nach Gefühl. Sehr gut. Sehr schön. Genau. Stark. Noch 2. 1.
zwei und der dritte, komm, schwing noch ein. Sehr gut. Mach jetzt einmal vor, ne? Ich meine, nochmal? 4x4. Ja. Halte. Ja. Wie hast du 5x4? 4x4, genau. 4x4. Jetzt hätte ich Pause. Ja. Alle. 1. 2. 3. 4. 2. 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, und los. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 15. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Und die letzten 4. 1, 2, 4, mach noch. Sehr stark. Sehr stark. Ganz genau. Das sieht so leicht aus, ne? Ja, ja. Wie gesagt, also wenn, vor allem wenn man alleine ist, ne, und keinen Partner hat, du nimmst das Gewicht, was du so 8 bis 10 Wiederholungen schaffst, und dadurch, dass du 4x4 machst zwischendurch Pause, schaffst du dann 16 Wiederholungen. Ja. Was du eigentlich nur 8 oder 10 schaffst. Das Halten ist natürlich auch nochmal das. Ja, das, boom, das ballert auch. Das ist keine Erholung. Ja. Das ist gut. Boah. Ja. So, jetzt hintere. Ja. Ich mach das dann. Machst du das sätzeweise oder machst du nur ein paar Stunden? Machen wir 4 Sätze. Hier in der Maschine. Ich habe für mich eine Stellung rausgefunden. Ne, so im Stehen. Also, dass du dann halt leicht nach hinten gehst. Da kontrolliere ich am meisten. Ne, also maximal. Halte mal. Halt sie mal. Immer so 5 Sekunden. Okay. Probier mal zu halten. Ich bin ganz aufgemacht. Halt. 4, 3, 2, weiter. Auf. Zieh. Halt. 5, 4, 3, 2 und weiter. Auf, noch dreimal. Halten. 5, 4, 3, 2 und weiter. Noch 2. Komm.
5, 4, 3, 2 und noch einer, komm. Halt. 6, 5, 4, 3, 2, 5 schnelle, komm, 5 schnelle, ohne Halten. 1, komm. 2, auf. 3, komm, komm, komm. 2, 4, auf, einer. Komm. Alle, gut so. Sauber. Also mein Denkgewicht geht noch. Aber schwerer geht's. Ja, ja, schwer ist brutal. Das ist Halle, dann da zitterst du überall. Das ist aber mal eine andere Anstrengung, ne? Ich muss mal gucken. Ja, jetzt. Bei den letzten 5 merke ich, dass ich eigentlich ziehe. Aber es geht nicht mehr, ne? Aber genau. Der Ellbogen bewegt sich, aber der Schulter nicht mehr. Das ist schon schwer, du Hund. Hä? Das ist schon schwer. Sauber. Drecksack. Das ist schwer. Also ich halte mich persönlich selber für eigentlich einen schwachen Bandbruder. Also ich meine, nee, innere ist gut. Für die innere ist gut jetzt. Ja. In der Regel, also ich bin, wenn ich also YouTube sehe oder Instagram, wollte ich ihn so drücken, was ich für Gewichte bewege. Aber ich denke, Junge, Alter, wie schaffst du das? Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich ein Pussy bin, ne? Ich meine, ich weiß mir schon auch schon. Ja, irgendwie werde ich nicht stärker, halt, ne? Nicht besonders. Es gibt starke Bodybuilder und es gibt Bodybuilder. Ja? Rumänisches Kreuzheben, 290 Kilo, Alter. Ja. Alter, Jungs, gut, ich schaffe 220, aber... Ja. Ach du, ich habe Sache gar nicht gemacht. Was habe ich denn gemacht? Ich habe halt viel Rudern vorgebeugt gemacht. Ne? Du warst auch stark mit 240 Kilo und so. Das ist nämlich überhaupt nicht meins. Ne? Ja. Ich habe so vorgebeugt, das Rudern. Da war ich brutal. Also mit Langhand. Ich habe so eine Übung gemacht aus Kreuzheben, Runde, Satz, Kreuzheben. Das war mein Ding. Das habe ich 4-mal gemacht. Danach war ich fast fertig mit Rücken drin. Das war schon gut. Ne? Also wenn ich vorgebeugt mache, da brennt mir ein Beinbizeps. Dann brennt mir ein Arsch und mein unterer Rücken. Ja. Latissimus treffe ich gar nicht. Ich hab's halt immer so gemacht, ich hatte mal einen dicken Bauch auf die Oberschenkel. Ne? Ja, da war ich abgestützt, da konnte ich sauber ziehen. Ne? Aber da musst du aber auch nicht hochziehen wahrscheinlich wegen dem Bauch. Ne? die Kniehöhe. Das war, je fetter du bist, je besser ist es. Ne? Ja. Dann selben Scheiß. Aber wie lang das Gewicht? Du kannst gerne schwerer, weil ich mach's jetzt so, geht's. Für mich stark war, das sind die Beine. Ja. Kniebeuge, Rücken, Beinpresse. Da war ich immer überdurchschnittlich stark. Überdurchschnittlich zu was? Zu mir. Zum Rest, zum, meinst du? Ja, genau. Ja. Ja, auch so, also jetzt mit anderen Bodybuildern, so Sportsfreunden, Genossen vergleicht. Wo ich absolut, absolut meine Schwäche, beziehungsweise vom Gewicht, von Arbeitsgewicht. Das sind bloß Bankdrücken. Ja, aber. Ich komme nicht über 140 Kilo, ne? Also in Arbeitssatz. Scheiß drauf, aber das ist halt nur für mich nicht verständlich. Ne? Also ich versuche mal zu perfektionieren und versuche mir das auch zu erklären.
Ja, aber dann probier halt lieber die Wiederholungen zu wechseln. Ja, wir haben mit meinem Geschäftsführer, mit Max, haben wir extra mal sich wohl, also ein paar Monate Zeit genommen und gesagt, Max, ich will stärker werden und bloß. Einfach eine Prinzipsache. Wir haben Training so angepasst, dass wir immer so in 3, 4, 5 Wiederholungsbereich mit maximal schweren Gewicht. Ich bin nur schwächer geworden. Also, wo ich. Das ist ja doch schon ein Drehzahl. Ich habe mit 160 angefangen, mit 140 aufgehört. Ich habe gesagt, Max, du hast den Scheiß an. Ja, dasselbe war bei mir. Ich habe Dinge geändert und im Endeffekt immer schlechter geworden. Ja. Ich sage, also, so schlecht ist es nicht, was ich mache. Ja? Also, irgendwie muss ich schon bei deinem System bleiben, was du dir irgendwie vertraust. Ja. Weil es heißt ja nicht, dass es besser wird, nur weil du es anders machst. Ja. Das ist der Stack. Das war immer meine Stärke gewesen. Ne? Ja. Im Liegen bin ich noch gut, aber in dem Winkel, ich bin das nicht gewohnt. Das schaffe ich. Ich schaffe den Winkel nicht. Die Maschine ist, glaube ich, schon ganz gut, aber ich schaffe den Winkel nicht. Schaffe ich jetzt gerade eine mit. Krieg ich das hin? Ich schaffe es noch mit 30 Kilo vorgebeugt. Das kann ich. Aber ich kriege die Winkel nicht hin. Null. Abgefressene Hähnchenflügel, was hast du mir gesagt? Ja. Jetzt wäre ich Opfer meiner eigenen Sprüche langsam. Das, das ist das Makabere damals. Ne? Musst du jetzt selber anhören. Ja, so schlimm ist es noch nicht. Aber ist es ja immer so, wenn du komplett anderen Maschine kriegst, ne? Anderen Winkel. Das ist so wie eben sagte hinten die. Bring mal das. Wenn du Hunger hast, wirst du es lieber. Muss ich mal einen Liter Nein lernen, jetzt vielleicht geht ein Satz. Ne? So, zack. Arschtritt. Nee, merkt nichts. Ne? Leider nicht. Nicht gebracht. Ich hätte jetzt gern das Werbevideo gemacht, aber. Scheiße. Kneife. Ballern. Sehr gut. Ja. Noch zweimal. Noch eine. Deins. War vom Pommes geil. Genug für heute. Wenn es jetzt noch so aussieht, wie sich anfühle, wäre es gut. Schön. Jetzt das Video, berühmte Video von Schwarzenegger mit dir. Franco Colombo auf Venus Beach. Ja. Wo er Deutsch gezählt hat. Ja. Eins. Ja, ja. Okay, so, genug für heute. Genug für heute. Genug für heute. Also Leute, genug für heute. Genug für heute. Selbst. Am Machiavelli Motivation stellt sich sehr, so richtig aus der Throwback, was denn? Wo er mit dem Franco trainiert hat. Eins, zwei, ja, Franco, da geht nur eine. Drei, vier. Ja, warte. So mit Barfuß Kniebeuge, was? So mit 220 Kilo, so halbe, ja. Ja, auf geht's, da ist ein Ohnmacht gefallen, ja. Lecker. Ja. Schön. Fertig. Fertig. Ich bin am Arsch, du hast schon eine Stunde trainiert. Du hast drei Übungen, drei Muskeln gemacht. Machen wir noch einen Formcheck? Ja, unbedingt. Ja. Jetzt sieht es gut aus. Achso, ich dachte dir. Ja, hau ab. Aber dann danach durch meinen YouTube-Kanal abmelden, was? Dass ich die Kommentare nicht mehr lese. Ja. Das Schöne ist, gell? Irgendwann kann man über sich selber lachen. Ne? Das bringt das so Alter wieder mit sich. Man nimmt sich nicht mehr zu ernst. Obwohl, das habe ich noch nie. Ja, glaubt. Oh, meinst du nicht? Ja, doch. Früher, wenn früher eine Sprüche gebracht hätte. Ja, ja. Zu mir hat mal einer gesagt, Achtung, da war ich jetzt so auch 5 Wochen vom Wettkampf, so wie der Anton. Und ich schon eingefallen im Gesicht. Ne? Die hat mich lange nicht gesehen gehabt. Ne? Also die Frau war lange nicht da, kommt wieder. Ja, Herr Rühl, was ist denn los? Sind Sie krank geworden? Sie sind so dünn geworden. Ja. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ne? 5 Wochen am Wettkampf. Wie kriegst du einen aus dem Konzept gebracht? Schon. Warum hast du ihn abgenommen? Ja, bist du krank gewesen. Das mache ich dann wieder aus. Das mache ich ja heute immer mit den Leuten. Ja. Aber du kannst dir vorstellen, damals, ne?
eine ganz banale Hausfrau, ja, die, eigentlich gar keine Ahnung von nichts. Nee, ich war fix und fertig an dem Abend. Ich bin heimgekommen, habe ich damals zu Simone gesagt, ich sagte, stimmt das? Sagt, was denn? Bin ich so dünn geworden? Ich so dünn geworden. Ja, ja. Sagt, ja klar, hast du abgenommen. Also, ehrlich, ja, da wo es muss, du siehst so brutal aus. Das war kurz, das war in New York, ne? Wo ich in der Form meines Lebens war. Was war deine Motivation anzufangen? War das so dünn warst früher, oder? Nein, aber auch Spaß. Mir hat es Spaß gehabt. Ich habe ja Mannschaftssport gemacht und musste mich mit 15 Idioten rumärgern im Fußballverein. Weißt du, einer wollte spielen, 14 wollte saufen. Ach so. Der eine war ich. Der saufen wollte. Ja. Und immer hast du da keine Lust mehr, wo du denkst, du bist ein Einzelkämpfer. Ja, also mache ich einen Sport, wo ich Einzelkämpfer sei. Der Eishockey war schön, aber war noch eins. Also habe ich Bodybuilding gemacht. Dass ich gut konnte, war außer Frage, weil ich damals beim Fußball schon relativ schnell ein bisschen kräftiger geworden bin. Das war so meins, ne? Verzicht und Hass. Ich habe ja so viel Hass in mir gehabt als Kind. Das wäre ja, aber Hass wogegen? Gegen mich selbst? Ja, gegen mich selber, nicht gegen die Menschheit, gegen mich. Da war Zorn. Ich habe viel Zorn in mir. Na gut, du hast eine gute Voraussetzung eigentlich, ne? Ja, deswegen, ja. Deswegen kann ich heute nicht verstehen, wenn die Leute ins Studio kommen und Handy und Hallöchen, ne? Da kann ich einen Anfall kriegen. Ich bin im Studio, weißt du, ich habe mit niemand geredet. Ach ja. Guck, der Stinker ist wieder da. Unfreundlicher Hund. Der Traum eines jeden Studiobesitzers. Stinkt, schreit, ist unfreundlich, ja, ja. Macht alles sau, kaputt. Sau unfreundlich. Und sitzt zwei Stunden unter der Nee, ich war unten, ich habe auch nichts geredet. Ich bin halt rein und habe die Leute so angeguckt. So. Bin an denen vorbei. Yes. Oder wenn ich dann hin bin, so im Fokus halt, ne? Wie lange machst du noch? Ja. Weißt du, also 150 Kilo? Ich bin fertig die ganze Zeit. Darf ich noch einen Satz? Ja, ja. Ah, nee, ich bin fertig. Oh ja, gut. Ich, ja. Die weg und so getuschelt. Dick wieder, der stinkt. Der stinkt wieder. Der stinkt wieder. Guck mal, wieder ausschwitzt. Ich bin so ein bisschen Naseblute gehabt. Ne, so. Schwere Drücke, ne? Oder so, ne? Die Rotze, weißt du? Ja, ja. Manchmal so ein Vogel noch da hängen gehabt. Ne, so. Nicht gemerkt, ne? So ein Willi da. Ne? So. Ja, ja. Noch was so beim Drücken, ne? Ist da rausgeschluckt. Ja, besser Luft. Lauf die ganze Zeit rum, weiß T-Shirt, so ein Willi da auf dem T-Shirt. Macht dann Seithebe. Was ist das? Ach, scheiße. Oh, ich vergesse. So runtergewischt hat er da auf die Erde gelegt. Und so. Die Leute so. Was ein Assi. Ja, das war so. War schön. Jetzt machen drücken. Das Lied von den Minions. So der Einäugige. Was genau. So, auf. So, vom Licht. Lichttechnisch. Ja, ist gut. Alles okay? Mal die Beine zusammen. Ich will nur mal sagen, wenn das ein bisschen. Ich stelle mir das mal vor. Das ist 90er. Ja, aber also das 90er ist ja nicht verboten. Wenn verboten? Du so stehst. Machst du? Ja. So. Dann guck dir heute die Profis an, die stehen alle so da. Und bei der IFBB hast du die Beine zusammen. Du bist ja so ein Feet Together Gentleman. So ein Sand. Nein, nein, Achtung, ich weiß wie heute noch. Ich habe immer so da gestanden, ne? Marcus Feet Together. Füße zusammen. Das erste, was du lernst, Alter, ist gleich mal Anschiss im Gym. Ich meine, ich hatte einen starken. Ja. Ja. Also dadurch. Ich habe einen starken rechten Hoden gehabt, den wollte ich sagen. Ja, aber der Hoden wird ja nicht bewertet. Naja, ich habe es probiert. Also ja? Ich habe immer so raushängen gehabt, den einen. Okay, machen wir mal. Gucken wir dann auf dem Video. Auf, mach mal, ja. So hin, gell? Beinbizep, gell? Typisch. Typisch weiße Rücken. Hä?
so. Ja. Gut, gut, gut. Da fällt's. Ja. Die Tiefe. Okay. Das ist das, was die People of Color. People of Color hervorragend haben, ohne das, was sie für können. Davon keine Waden. Dieses Dreidimensionale. Na gut. Ja, ich schon. Du bist auch nicht schwarz. Hey, du Nazi, du Dreck. Ja. Besser aus, finde ich. Meinst du? Ja, also es sieht gleicher aus. Ne? Wenn du so schiebst, schiebst du einen schon davor. Ja. Und jetzt noch ein bisschen höher vielleicht. Genau, ja. Ja. Sehr gut, das Druck auch. Jetzt kannst du auch besser. Perfekt. Genau so. Sehr gut. Ja? Ja, super. Also noch 5 Wochen. Ja, das eigentlich ist halt der Rücken, das ist verwassert. Ja, ja, hinten. Ja. Aber das ist normal. Kommt das immer Schluss. Das geht bei mir, das geht bei mir am allerletztes. Eine Woche Matthias vorher. Matthias mit deinem Rücken. Das ist normal, das ist typisch weiß. Weiß darf man sagen, ne? Weiß. Noch? Ist weiß auch Nazi? Oder? Weiß ich nicht. Typisch hell. Ja. Beine super, alles. Top. Non-pigmentierter. Ah, ja, wie weit willst du noch runter? Wenn du Kilo? Ja. Da mache ich mir kein Ziel. Also Gewicht ist immer. Was hat der Dings gesagt? Form. Was hat der Patrick gesagt? Auch nicht. Auch nichts hat? Nee. Nur vorne eigentlich. Wenn es 130 wäre, hätte ich 130. Ja, also 4 Kilo hätte ich noch gesagt. 4 Liter. Beim Fett hast du ja nicht mehr viel drauf. Also ich schätze mal, es werden 115 sein. Ja, ja, noch voll geladen ist. Ja. Ja, hast du mal probiert, ohne zu laden, wie das aussieht? Ja, besser. Ja. Warum willst du laden? Ich will nicht laden. Ich meine jetzt nur, ich will nicht entladen und dann laden, ich bleib geladen. Willst du mal eine Woche gucken vorher, wie das aussieht, wenn du jetzt mal 3-4 Tage Kohlenhydrate wegziehst? Dafür mache ich jetzt den ersten Wettkampf. Da werden wir explodieren. Der zweite Wettkampf dann in Spanien, da machen wir dann. Ich würde einer mit und einer ohne Laden machen. Mhm. Aber ich glaube, dass du auch ohne Laden relativ gut aussieht mit Kohlenhydrate setzen. Also ich habe jetzt momentan ein High Day. Ein Low-Day, High-Day sind 600, 700. In Low-Tagen sind das 300. Also immer noch relativ hoch. Hoch. Ja. Bei mir muss man halt aufpassen. Also ich darf nicht zu kurz fahren. Ja, dann verliere ich ja Struktur, dann verliere ich schnell die Muskeln. Ich werde schnell flach. Das war mir auch so, ich muss viel Kohlenhydrate fressen. Genau. Ja, deswegen, aber gut, das ist optimal mit Ladetagen und Entladetagen. Also wenn ich jetzt durchgehend. Mach mal die Quarter-Turns. Vierteldrehung, wie das aussieht. Spiegel klappt es. Ja, ich weiß. Na, das Spiegel klappt es immer. Das soll aber, eigentlich, ich habe es immer gemacht, ich habe den Körper noch verdreht. Genau. Ein bisschen rum. Und dann halt. Genau. Versuche ich auch. Dass die Fahrer ein bisschen schmaler wird. Ich versuche meine Beine immer so ein bisschen schräg zu stellen. Ja, genau. Dass du rumkommst, genau. Ne? Ja. Dann musst du aber auch auf den Zägemuskel halt richtig Spannung haben. Dann muss man mal gucken, dass man. Super. Und ein bisschen Interesse. Schön, dass man keine Krämpfe bekommt. Du bist auch relativ leicht im Schwergewicht. So krumm wie ich war. Schön. Aber nicht so massig. Ja. Cool, je massiger, je krummer bist du. Hä?
je dicker, je krummer. Weil natürlich auch die starken Muskeln immer stärker werden. Ja, ja. Und die wurde halt. Obwohl ich habe noch zum Schluss, also zum Ende meiner Karriere, habe ich die Taille wieder schmaler gekriegt, weil ich die Kohlenhydrate runtergezogen habe. Da hat mich halt ein Volumen wieder eingebüßt. Ne? Was denkst du, woran das liegt mit den Blähbäuschen? So wie viele das haben? Einfach viel Fresse. Was weißt du, was wir für Bauchspeicheldrüsen haben alles. Was da für ein Magenvolumen ist, doch klar. Ob jetzt einer so Portion ist oder so Portion, was soll es denn hin? Aber du hast es unter Kontrolle gekriegt, ne? Du hast ja früher auch schlimmer gehabt, den Blähbauch. Ja, natürlich. Also, das ist wie der Markus vorher sagt. Also, nicht nur die Mengen. Also wenn du morgens aufstehst, ist der ganz flach. Ja. Und sobald du die erste Kohlenhydrate gefressen hast, weil das ja Mengen sind, die ein normaler Mensch fast in 3 Tagen isst, ja, das ist mehr als Frühstück. Ja, aber wenn du ja auf der Bühne stehst und dann haben ja auch viele so ein Blähbauch. Ja, weil du gerade 48 Stunden lang geladen hast, wie so ein Vollidiot. Ja? Die überladen, trinken nichts dabei. Deswegen sage ich, es ist ja die Frage mittlerweile, weil die immer mehr auf Form gehen, auf Härte und auf Struktur, ob es nicht besser ist zu sagen, ich gehe entladen dahin. Ja. Und du nur kurz entladen, 2 Tage, damit der Bauch flach bleibt, trotzdem noch Volumen hast. Oder du sagst, entladen, aufladen, 1 Tag entladen, damit du wieder ein bisschen rauskommst. Ja. Dann machst du dir einen Einlauf rein, dass du mal hergeschissen bist und gut ist. Ja. Das ist ja immer die Frage, wie du es heute angehst. Darm spielt entscheidende Rolle, ne? Weil 90% nicht nur bei den Bildern, sondern auch normalen Menschen da sind. Bei Darmflora ist ja, kaputt. Gestört, ja. Bei vielen Bodybuildern kurz vor dem Wettkampf, durch das wenige Wasser, auch in den Darm, im Magen-Darm-Trakt, dreht sich der Damm nicht mehr schnell genug. Und deswegen können die Verdauung, die Portion nicht mehr richtig verdauen. Ne? Deswegen musst du immer darauf gucken, dass du genug Flüssigkeit drin hast, dass wir bloß nichts saufen. Wenn ich so ein Bullshit höre, das war ja mein Problem, bis ich zum Schluss wieder zum Trinken gegangen bin. Und dann habe ich auch wieder einen flachen Bauch gekriegt, weil ich auch wieder auf das Klo konnte. Ich konnte ja teilweise 3 Tage mit Scheiße gehen, obwohl ich 4000 Gramm Kohlenhydrate gefressen habe. Ja. Sagen wir alle durch. Ja. Ja, eben. Sagen wir alle durch. Ja, ja. Ja, wo ich angefangen habe, wir haben uns angeschossen. Ja, ja, das war ja. Da lernst du halt dazu mit der Zeit. Ja. Ne? Das ist ganz klar. Wir haben Kilo Reis gegessen und nichts dabei gefunden. Ja, ja. Ich auch. Ja, ich auch. Aber haben einige gewundert, warum man trotzdem nicht prall war. Ja, gut, du hast ja 30 ohne ungekocht gefressen. Ja, halt, ja. Manchmal, ja. Das war meine Flegelzeit. Da habe ich zum Schluss dann Anruf. Danke dir. Ja, gern. War super. Schön, dass du da bist. Gut siehst du aus. Danke, danke. Gut siehst du aus. Markus Röhl.